Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich will heute mal mit euch zusammen das Thema behandeln, Stirnholz hobeln. Das habt ihr bestimmt schon auf ein paar anderen Kanälen gesehen, aber ich finde, das ist immer so ein bisschen maschinenabhängig. Wie funktioniert das bei der Maschine XY? Wie funktioniert das mit einer Hobelwelle, vielleicht mit so einer Tersamesser-Hobelwelle? Aber heute will ich euch das Ganze mal an einem speziellen Fall zeigen. Und zwar will ich euch zeigen, wie funktioniert das bei einer etwas älteren Hobelmaschine mit 4 geraden Messern. Das ist ein bisschen spezielleres Thema, da muss man so eine Sache beachten, dass das gut funktioniert. Da ist auch eine Sicherheitsinfo, ist da super, super relevant, damit da nichts schief geht. Und ihr seht, ich habe einige Stirnholzschneidebretter, verschiedene Holzsorten, europäischer Kirschbaum und Eichenholz. Und da werde ich euch heute mal so ein bisschen zeigen, wie gut das funktioniert und welches Ergebnis halt eben zu erwarten ist. Eine kurze Info am Rande, ich baue derzeit Lagerbestand von normalen, regulären Schneidebrettern in den Standardgrößen auf. Aber es werden in Zukunft auch so ein paar Einzelstücke dazukommen, weil das sind ein paar sehr, sehr schöne Stücke dabei entstanden. Die findet ihr unten in der Videobeschreibung, falls da jemand Bock auf so ein Teil hat. Das heißt, die nächsten 10 Jahre damit schneiden ist absolut kein Problem. Das hier ist die Maschine, mit der wir gleich den Test durchführen werden. Und zuallererst stellt sich vielleicht so die Frage, okay, was macht mehr Sinn, hobeln oder schleifen? Weil mein Gedanke damals war es, okay, wenn ich einen Breitbandschleifer habe, dann tue ich es einfach direkt schleifen, da haben wir keine Ausrisse. Wenn die Maschine stark genug ist, dann kann die da auch jede Menge Material wegschleifen. Mit meiner Breitbandschleifmaschine funktioniert das nicht ganz so. Ich kann die Bretter damit schleifen, aber ich kann nicht so aggressiv vorgehen, weil sonst doch ein bisschen Spiel drin ist und das sollte man halt eben vermeiden. Deswegen hobe ich mittlerweile alle Stirnholzschneidebretter. Das funktioniert generell erstmal mit allen Harthölzern. Alle anderen Hölzer funktionieren theoretisch auch, da haben aber halt eben zu viele Ausrisse. Das hier gehört zum Lagerbestand, deswegen kommt das jetzt erstmal ins Lager. Das Brett hier muss nochmal durch eine Bearbeitungsstufe, weil wir einen kleinen Fehler an der Seite haben. Deswegen kommt das auch erstmal weg. Das hier ist ein klassisches Stirnholzschneidebrett. Wir haben hier eine schön ebene Fläche. Durch die Rahmenpresse funktioniert das Ganze hier wunderbar. Und hier oben habe ich also mal den Leim weggeschabt. Was wir als erstes nun tun müssen, ist, dass wir hinten eine 45-Grad-Phase anfräsen, dass halt eben das Holz nicht ausreißt. Das funktioniert auch tatsächlich sehr, sehr effektiv. Da ist es im Prinzip egal, wie gut die Fräsqualität ist, weil wir werden sowieso die Kanten später abschneiden. Ich habe hier einen sehr, sehr alten Fräser drin. Und als Oberfräse benutze ich hier so eine gute alte Metabo-Oberfräse. Liebe ich, weil sie tatsächlich noch von meinem Großvater ist. Ist mittlerweile immer auf dieser Höhe eingestellt, damit ich diese Fräse tatsächlich fast nur für diese Phasenarbeiten nutze. Als erstes können wir also das Ganze einmal fräsen. Hier sieht man übrigens mal ganz gut, welche Unterschiede das ergibt, wenn man die Maschine quer zur Faser holt. Oder halt eben dreht. Das hier gibt eine viel saubere Schnittkante als das hier. Hier geht es jetzt in dem Fall noch, wird die Maserung aber ein bisschen schwieriger, wird das hier jedes Mal ein besseres Ergebnis bringen. Ich sortiere jetzt einmal die Bretter nach dicken, damit ich die direkt hintereinander hobeln kann. Da muss ich nicht so viel einstellen. Das hier sind 50er Bretter, das andere sind 40er Bretter. Die sind natürlich für euch als Info, wenn ihr euch so ein Teil zulegt, die sind natürlich deutlich leichter, bieten aber trotzdem sehr, sehr viel Platz beim Schneiden und man kann sie noch besser in der Spüle auch spülen. Vor mehreren Jahren habe ich mir hier diese digitale Höhenanzeige an die Maschine rangebaut. Da gibt es ein eigenes Video von, wie ich das gemacht habe. Das verlinke ich euch oben rechts im Eck. Das wird auch hier recht praktisch sein, denn hier werden wir 0,5 bis 1 mm pro Gang abnehmen. Damit können wir es halt eben ganz genau einstellen. Wie gesagt, verlinke ich euch oben rechts. Hier sind wir auch direkt beim nächsten Punkt, der wirklich wichtig ist, wo ihr darauf achten solltet. Das werdet ihr auch sehen, wenn man mal ein bisschen genauer hinschaut. Und zwar ist es einfach die Tatsache, dass wir Stirnholz hobeln und es da trotzdem, trotz der Phase, immer noch zu Ausrissen kommen kann. Bedeutet, hier vorne können Stücke weggeschleudert werden. Deswegen ist das hier in dem Fall mal wirklich so ein absoluter Gefahrenbereich. Ist er ja sowieso, aber gerade bei Stirnholz. Ich schnapp mir meinen Gehörschutz und dann werden wir alles einmal durchhobeln. Und dann zeige ich euch, wie das Ergebnis geworden ist.
Wie sehen eigentlich die Messer an der Hobelmaschine aus? Die sind noch recht frisch. Ich habe damit schon sehr, sehr viel gehobelt, aber würde ich jetzt noch mehr Stirnholz hobeln, würde ich sie jetzt auch tatsächlich mal wieder austauschen, damit die wirklich immer richtig frisch sind. Das mag zwar ein bisschen viel Aufwand erscheinen, aber lieber hier ein bisschen öfters die Messer wechseln, damit man nicht so lange schleifen müssen. So sieht die Oberfläche jetzt aus. Ja, ein recht gleichmäßiges Ergebnis. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass wir hier ein paar Fehler in diesem Brett haben. Das wird aber auch später eigentlich ganz cool aussehen, wenn das fertig ist. Aber auch hier ist die Oberfläche eigentlich ganz gut. Hier, das ist eigentlich am extremsten, aber wenn wir uns das jetzt mal hier anschauen, das sieht top aus. Und hier dieser kleine Fehler am Holz sieht auch gut aus. Das hier ist wie gesagt die Eiche. Jetzt schauen wir uns mal das europäische Kirschholz-Stirnholz-Schneidebrett an. Da haben wir jetzt allerdings ein paar mehr Ausrisse. Lässt sich aber auch mit ein, zwei Durchgängen im Breitbandschleifer auch ganz gut wegschleifen, von daher auch ganz gut. Hier unten haben wir jetzt ein kombiniertes Stirnholz-Schneidebrett. Da sieht man es noch mal ein bisschen besser, dass halt eben die Kirsche ein paar mehr Ausrisse hat, als halt eben die Eiche. Hier sehen wir an der Stelle auch noch mal das Sippo. Auch hier wieder das gleiche wie bei der Kirsche. Wir sehen ein paar mehr Ausrisse, lässt sich aber auch wunderbar wegschleifen. Und damit ihr das einmal seht, wie es mit dem Korn 60 beim Breitbandschleifer hier dann hinten rauskommt, zeige ich es euch einmal. Bezüglich Ausrisse, das funktioniert in der Regel sehr, sehr gut, wenn wir hier eine Phase dran packen. Aber auch hier seht ihr, manchmal kann es dennoch zu leichten Ausrissen im Holz halt eben kommen. Also Leute, die ganzen Schleifarbeiten habe ich jetzt fertig gemacht. Die Körner sind bis dato mit Korn 120 geschliffen und ich kann sagen, Stirnholz kann man auch mit so einer alten Hobelmaschine wunderbar hobeln. Man muss halt eben ein bisschen schleifen. Ich schätze mal, dass ich überall jetzt ungefähr einen Millimeter nochmal runtergeschliffen habe, damit das Ergebnis halt eben jetzt entsprechend gut ist. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen weitergeholfen, falls ihr das Ganze zu Hause mal nachmachen möchtet. Ich will hier nur nochmal betonen, passt hier wirklich auf, nehmt so wenig Material wie möglich runter. Bei kleinen mobilen Hobelmaschinen wäre ich dann nochmals ein bisschen vorsichtiger, weil halt eben alles ein bisschen leichter gebaut ist. Bei dem alten grünen Monster mache ich mal da nicht so viele Gedanken, dass da auch irgendwas kaputt geht. Aber da denkt daran, nicht, dass bei eurer Hobelmaschine irgendwas kaputt geht. In diesem Sinne, schöne Sommerferien. Ciao.